Der Druck muss raus. So lautet die neue Kampagne von Verdi. Gemeint ist der Druck in unseren Krankenhäusern, der auf Ärzten und Pflegekräften, Schwestern, MTAs und Verwaltungsangestellten lastet. Bei all diesen Berufsgruppen steigt die Arbeitsbelastung massiv an. Die Pflege wird so zu einem Wettrennen gegen die Zeit. Die Krankenhäuser machen krank, ihre Beschäftigten nämlich. Das gilt für alle Einrichtungen, öffentliche, private und kirchliche. Bundesweit gibt es einen besorgniserregenden Trend. Immer größere Stationen mit höherer Patientenzahl, aber mit immer weniger Personal. Per Skype-Interview hat StreikTV in ganz Deutschland mit Betroffenen geredet. Wir waren früher beispielsweise 5 Leute im Frühdienst und konnten die Patienten sehr gut versorgen. Das heißt, es waren auch Gespräche möglich, sich mal Sorgen, Ängsten und Nöten anzunehmen. Das ist jetzt mit einer Besetzung von maximal 3 Leuten im Frühdienst gar nicht mehr möglich. Also man kommt nach Hause und überlegt, habe ich jetzt alles gemacht? Hätte ich da noch 5 Minuten sitzen können oder hätte ich mich mit dem noch unterhalten können? Aber das ist eigentlich nicht mehr der Beruf, den ich mir vor 15 Jahren ausgesucht habe. Patienten muss man teilweise wirklich alleine lagern, die weit über 90 Kilo wiegen, was man eigentlich nicht machen darf, aber irgendwie versucht man das dann schon noch hinzukriegen. Allein in der Pflege wurden 1,2 Millionen Überstunden in den rund 2100 deutschen Krankenhäusern angehäuft. Laut Informationen von Verdi leiden 93% der Beschäftigten unter permanenter Erschöpfung. Die Unzufriedenheit wächst, auch die Angst, Fehler zu machen. Denn schlechte Arbeitsbedingungen und übermüdetes Personal gefährden am Ende auch die Patienten. Also wir hatten auch Fälle, wo es zu Todesfällen gekommen ist. Um ein Beispiel zu nennen, Patientinnen haben verwiesen darauf, dass ein Katheter zu spät gewechselt wurde, es ist eine Infektion entstanden und die Familie beklagt nun, dass diese Infektion der Grund für den Tod dieser Patientin war. Und wenn es zu solchen dramatischen Ereignissen kommt, dann muss man schon langsam mal genauer hingucken, was ist eigentlich die Situation des Pflegepersonals in den Krankenhäusern. Die Frage ist einfach, wie viele Leute sterben daran? Und wir sparen immer weiter, auch unser neuer Gesundheitsminister will immer weiter sparen. Und daran sterben Leute. Wir sind nicht an einem Punkt, wo wir noch sagen können, wir können so und so viel sparen, sondern wir müssen uns klar sein, wenn wir weiter sparen, sterben Menschen. Ganz konkret. Überfordert im Alltag und dabei permanent hinter dem eigenen Anspruch zurückbleiben. Auch die Anerkennung der Gesellschaft fehlt. Kein Wunder, dass bei solchen Bedingungen der Nachwuchs fernbleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, bis 67 weiterzuarbeiten. Immer weniger junge Leute kommen nach. Man muss definitiv die Ausbildung einfach lukrativer, gerade für junge Leute, gestalten, dass viele junge Menschen wieder gerne in die Pflege gehen. Eben, weil es ein sehr schöner Beruf eigentlich ist, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen. Momentan ist es der Stresspegel enorm hoch und die Arbeitsbelastung ist enorm hoch und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so lange durchhalte. Viele Schüler, die auch im Rahmen der Ausbildung sagen, es ist ein toller Beruf, wir würden ihn gerne machen, aber wir können uns nicht vorstellen, daran lange zu arbeiten und die dann nach den ersten 1-2 Jahren studieren gehen, um sich eine alternative Beschäftigung zu suchen. Noch vor 3 Jahren ist Verdi ein großer Erfolg in der Gesundheitspolitik gelungen. Mit zahlreichen Aktionen wurde gemeinsam Druck auf die Politik ausgeübt. Zum Beispiel mit der größten Krankenhausdemo der Geschichte mit 130.000 Beteiligten in Berlin. Anfang 2009 wurde so ein neues Rahmengesetz für die Krankenhausfinanzierung durchgesetzt. Insgesamt 3,5 Milliarden Euro mehr erhielten die Krankenhäuser, um Personalnotstände und Klinikausstattungen zu verbessern. Doch nicht alle Häuser nutzten die finanziellen Mittel und die Erfolge von damals drohen jetzt komplett rückgängig gemacht zu werden. Mit der Einführung des GKV-Finanzierungsgesetzes kürzt der Bundesgesundheitsminister den Krankenhäusern wieder das Budget. Ihnen fehlen dadurch allein im kommenden Jahr 2,5 Milliarden Euro. Dieser Wert entspricht 50.000 Stellen. Der bereits bestehende Fachkräftemangel in den Krankenhäusern wird dadurch noch weiter verschärft. Deshalb fordern die Beschäftigten bundesweit: Der Druck muss raus. Sie haben genug von der Überlastung. Gute Arbeitsbedingungen sind ein Muss, um die Beschäftigten an allen Kliniken zu schützen. Und mit ihnen die Patientinnen und Patienten. Der Druck muss raus, so heißt es auch im Saarland. Gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen, wie hier im Klinikum Saarbrücken. Dort ging es gegen die Längermacherschichten im OP. Gemeinsam wehrte man sich erfolgreich und konnte die illegalen Schichten abschaffen. Gemeinsam
traf man sich zu einer aktiven Mittagspause im Klinikum der Stadt Neunkirchen. Jetzt schlägt's 13, war da das Motto. 12 Krankenhäuser trafen sich am 12. Oktober auf der alten Brücke in Saarbrücken, um gemeinsam auf ihre Probleme hinzuweisen. Der Liedermacher Sigi Becker sang ein eigenes Lied, Der Druck muss raus. Waschen, Windeln, infundieren, Blutdruck messen, Pfanne leer. Zuhören, trösten, motivieren, hab's gewählt und mach es gern. Aber Qualität braucht Weile, Menschlichkeit als Leitmotiv. Gesundheit ist doch keine Ware, Mensch, da liegt der Kaufmann schief. Das kommt nicht in die Tüte, der Druck muss endlich raus. Wem helfen kranke Helfer im kranken Krankenhaus? Das kommt nicht in die Tüte, der Druck muss endlich raus. Wem helfen kranke Helfer im kranken Krankenhaus? Effektiver, schneller, steiler steigt die Fieberkurve an. Der Controller rechnet, wie man Personal einsparen kann. Klinik wird so zur Galeere und die Schlagzahl wird erhöht. Fließband, Medizin und Pflege, hoch die Rentabilität. Das kommt nicht in die Tüte, der Druck muss endlich raus. Wem helfen kranke Helfer im kranken Krankenhaus? Das kommt nicht in die Tüte, der Druck muss endlich raus. Wem helfen kranke Helfer im kranken Krankenhaus? Überlastung, tagelange Dienste und Bereitschaftsstress, die zermürben dich so lange, wie du dir's gefallen lässt. Nicht allein mit den Kollegen hauen wir jetzt auf den Putz. Kämpfen jetzt für gute Arbeit, kämpfen für Gesundheitsschutz. Das kommt nicht in die Tüte, der Druck muss endlich raus. Wem helfen kranke Helfer im kranken Krankenhaus? Das kommt nicht in die Tüte, der Druck muss endlich raus. Wem helfen kranke Helfer im Krankenhaus?